Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ja, wir wollen jetzt hier das letzte Einhorn, also Unicorn the Last, also der englische Titel für das letzte Einhorn. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich sah ja so rollenspielmäßig aus. Ich werde jetzt auch hier wieder nichts rendern, nichts, kein Intro, kein Outro, kein gar nichts. Reines Gameplay-Material weg hochladen. Mein Bildschirm ist ziemlich dunkel, sehe ich gerade. Der obere nicht. Jetzt geht's. Aber der Start sah bei mir sehr dunkel aus. Jetzt ist es schön. Wir gehen erstmal auf Audioeinstellungen. Dann machen wir die Musik auf 75. Passiert da denn jetzt hier schon was? Mal auf 50, dann mal auf 55. Müsste eigentlich soweit okay sein. Effekte und so, das lassen wir alles hoch. Sprache Deutsch. Ich weiß aber jetzt nicht, ob nur das Menü Deutsch ist oder Untertitel oder ob auch deutsches Audio. Das werden wir gleich sehen. Die Musik ist einschläfernd. Gegner drauf, ja. Also gar kein Audio. Auch überspringen. Das war mir jetzt echt von der Musik her sehr einschläfernd. Schöner Knoten hinten dran, super. Grafik ist besser, als ich gedacht habe. Das gleiche an.
Ah, hier. Nur jetzt Englisch? Hab ich doch. Ach, okay. Soll ich jetzt hier wieder zurück oder soll ich noch nach draußen gehen? Dann gehen wir einfach weiter. Die A2 sagt, sie kann nicht zurück, aber vielleicht geht es ja jetzt. Weil da habe ich auch was Lilanes gesehen. Und die Kamera schwenkt nicht mal um. Man kann die Kamera nicht mal... irgendwie justieren, oder? Oh. Halt. Du hast doch eben gekämpft die ganze Zeit. Was haben die jetzt gemacht? Kämpfst du wieder, ey. Ist halt fantasymäßig gemacht, aber... ist auch eine... Gucke ich da jetzt richtig? Ja. Das ist eine germanische Rune. So wie das mit hier hinten. Das soll sozusagen die drei Methörner Odins sein. Also da gibt es halt so ein Symbol. Und das ist... Kann man, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da. Vor dem O, also hier. Das ist ein J.
Also das Buchstabe ist J und aber auch nicht in jedem Futag. Da gibt es Unterschiede. Und als Symbol. Weiß ich jetzt gar nicht, als was das ein Symbol steht. Das O steht, also das hier davor, das weiß ich. Das ist das O, das steht für geerbt, für Buchstaben O und geerbtes Land. Und das S steht für S und gleichzeitig für Auerochse, glaube ich, irgendwie. Oder was für Feuer? Oh, ich habe die alle gar nicht mehr im Kopf, ey. Ja, Mosi. Ach, da geht's auch runter, okay. Das ist jetzt keine Grafikbombe. Ja, mal, sie ist doch gut. Der Ton ist so ein bisschen dumpf. Wenn die jetzt hier. Kommt mir jetzt jedenfalls so vor. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Headset liegt oder so. Ist doch gut. Nehmen wir den Katzenminzekissen. Da ist auch noch was. Mal speichern, ist ja gut. Okay. Jetzt haben wir gespeichert. Hier haben wir auch noch eine Truhe, können wir die jetzt aufmachen? Ja, die geht auf. Habe ich Wasser? Ich habe kein Wasser, oder? Was findet jetzt hier Spielfortsetzung, Tagebuch, Spieleinstellungen. Ach da. Pflanzen. Nee, Wasser habe ich nicht. Okay.
Okay, dann müssen wir noch ein bisschen weiter rennen, gucken, dass wir Wasser finden. Hier waren wir doch. Etwas stimmt hier nicht. Der Weg ist durch Magie blockiert, okay. Also mit den Wegen ist es... Jetzt haben wir Wasser. Jetzt können wir wieder zurück. Wenn man nämlich von hier kommt, na, dann sieht man den Weg hier nicht, dass es hier runter geht. Durch die, hier geht's runter. Und man ist so dabei zu rennen, dass man da die Treppen übersehen kann. Also da hätten sie ein bisschen weniger Steine da vielleicht hin machen können, dass man den Weg vielleicht ein bisschen besser erkennen kann. Den Weg kenne ich ja gar nicht. Den war ich ja noch gar nicht, oder? Ja, den machen wir gleich. Wir gehen jetzt erstmal dem Typen hier das Wasser bringen. Der hat da so einen Dusch gehabt. Also die Musik ist echt entspannt gemacht, aber mich schläfert sie irgendwie ein. Hust, hust. Was, Aska? Küre? Oh. Du bist keine Ase. Ja, so wie ich heiße, Odin Ase. Also, mein Gamer-Name. Da steht das. Da steht's. A-S-E. Ase. Ja, komm, quatsch dich aus. Ich will weitermachen. Ich hasse es mit dem Lesen. Ich mag Spiele auf Deutsch, wo man zuhören kann. Aber mit dem Lesen, wenn die Musik schon so einschläfernd ist, ist sehr kontraproduktiv, wenn man da viel lesen muss. Das macht ihn noch müder. Ich habe gedacht, das geht hier nur... Was? Laden? Ich habe gedacht, kaufen. Noch eines Unicorn. Ist aber teuer. Verkaufen. Das gibt ja viel. Dann verkaufen wir nichts. Ich dachte, die haben wieder nur ein Fantasy-Spiel Runen eingebaut. Und den Odinsknoten.
und so. Aber es geht wirklich. Hier sind auch Asen und so mit bei. Vielleicht auch die Wahnen, ich weiß es nicht. Müsste man gucken. Da geht's lang. Oh, ich finde die Musik echt. Geht nicht anders, Leute. Sorry, ich muss die Musik ausmachen. Es ist einfach. Ich finde es sehr einschläfernd. Das war jetzt ein bisschen langweilig für euch, denke ich. Boah, Alter. Was ist denn mit Feuer oder was? Okay. Dann können wir die ja garantiert hier auch kaputt machen. Das hier Kraut haben sie ja auch. Ich dachte wieder nur so ein Fantasy-Spiel, aber nein. Der letzte Hüter. Ach, ich bin eine Elbin, aha. So, wir sind. Okay, jetzt kommt. Jetzt wird langsam ein Schuh draus. Okay. Also, wir sollen jetzt hier Warnheim erkunden. Wir sind in Warnheim. Ich hatte es euch ja erzählt mit den Asen und den Warn. Also, in der nordischen, beziehungsweise teilweise in der deutschen, also im alten Glauben, ist es halt so. Es gab nicht so wie bei den Griechen eine Götterfamilie, es waren mehrere. Also die Asen, wo Odin, Thor und so dazu gehört, dann gab es die Wanen. Und die Asen, die hatten dann Angst, dass die Wanen dann halt mehr Macht aufbauen und so. Und dann haben die Asen gegen die Wanen Krieg geführt. Und haben fast alle ausgelöscht. Ein paar sind am Leben geblieben, die wurden dann mit zu den Asen übernommen. Das sind dann Milchbruder war Loki sozusagen. Und die mussten dann in den Topf spucken und die Volksschaft schwören und so. Und dann wurden die Wanen halt ausgelöscht. Warnheim wurde zerstört. Und wir sind in Warnheim. Okay, um das herzustellen, habe ich jetzt hier gestellt, aber das fehlt uns noch. Einmal haben wir, Pilze haben wir dreimal sogar, das kann ich doch noch herstellen. So, jetzt habe ich nichts mehr zum Herstellen.
Kann ich ja Runen herstellen. Ich gucke erstmal nur, was ich herstellen kann. Ob ich was herstellen kann, wenn ich? Nee. Exil der Götter. Yggdrasilblatt. Blätter. Rune des Heimdall. Also Heimdall ist der, der den Bifröst bewacht. Also Bifröst ist, also wenn ihr Thor jetzt im Film nicht geguckt habt, Bifröst ist die Regenbogenbrücke von Asgard zu uns nach Midgard. Also wir, die Erde hier, wo wir leben, ist Midgard. Oben, wo die Götter sind, ist Asgard. Dann haben wir unten drunter noch Utgard, den Hel und dann gibt es noch Jotunheim, Vanheim und ja, ist ja, das führt so weit. Frey. Ja, und dann haben wir hier Rune des Tors. Ja, Thor kennt wohl jeder, denke ich mal. Odin. Ist aber falsch. Das ist das F. Odins Rune ist eigentlich, sind die drei Dreiecke, die ich im Nacken hoch tätowiert habe. Ja, egal, führt zu weit. Wir gehen wieder zurück. Wie spät haben wir das? Wir machen schon 27 Minuten. Nicht, dass euch 100, meine Frau und meine Tochter sind gerade gekommen. Weil die drei Dreiecke werden auch als Odins stärkste Rune bezeichnet. Haben wir da noch Pilze? Ne, hier sind keine Pilze. Dann müssen wir hier, die erstmal speichern. Kennt ihr die alten MS-DOS-Spiele? Wo dann eigentlich nur ein Text da steht, du gehst einen Weg lang und ein Troll taucht auf. Was machst du? Dann schreibst du halt drin, ich ziehe das Schwert, ich schwinge das Schwert. Und so fühle ich mich bei diesem Spiel. Es mag, also von der Grundidee ist es echt cool gemacht. Wir suchen uns einfach mal hier einen schönen Ort, weil wir sind jetzt schon bei 28 Minuten. So, wir haben uns jetzt ein bisschen angeguckt davon. Ja, die Lichteffekte sind ein bisschen krass hier gerade. Ich gehe mal ein bisschen weit, wo man die Elben ein bisschen besser sieht. Die Grundidee ist geil. Das Spiel so an sich mit den Details, alleine nur mit den Details, finde ich wirklich geil. Also da haben sie sich wirklich Mühe gegeben, sich in die nordische Mythologie einzulesen. Finde ich super. Die Musik, finde ich, habe ich ja vorhin ausgemacht, die ist mir etwas zu lahm. Aber da kann man ja, wenn man jetzt nicht gerade streamt, im Stream kann ich es nicht, jetzt so könnte ich schon, aber will ich nicht Spotify anschmeißen, weil Content ID, ihr wisst, Paragraph 13, Artikel 13. So, die Grundidee ist geil, aber es ist jetzt am Anfang für mich noch ein bisschen lahm. Mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Es ist keine Grafikbombe. Ihr habt gesehen mit den Schwertern und die Schwerthiebe sind ein bisschen dumpf, also vom Sound her. Ich will es nicht verteufeln, um Gottes Willen. Es macht wirklich Spaß. Ist aber wirklich ein sehr langsames Spiel jetzt gerade noch. Wer weiß, wo das noch hinführt, ist eher wie so eine Erzählung aus einem Buch, kommt mir ein bisschen vor. Man hat auch kein Audio von den Sprechern, man hat halt nur sehr viel zu lesen. Aber es hat was. Ich denke mal, für den einen oder anderen ist es was. Jetzt, für mich ist es gerade ein bisschen ermüdend, ein bisschen lahm. Mal gucken, wo es noch sich hinführt. Aber von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Mühe haben sie sich hier in der Story. Im Hintergrund, auch mit den Runen, das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man, wie bei anderen Spielen, wo man sagt, oh, das ist ja voll abgedreht, das hat ja damit ja nichts zu tun, das war ganz andere, oder das ist die falsche Rune oder sowas. Das ist, gut, ein bisschen, ja, klein. Aber so am Großen und Ganzen finde ich es von der Machart schon mal cool. Aber es ist ein bisschen lahmarschig gerade. Ich will auch jetzt nicht 5 Stunden spielen oder eine ganze Stunde spielen, sonst spoilere ich wieder zu viel.
Da würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns dann im nächsten Angezockt oder Stream oder Let's Play oder was weiß ich. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.